Okay. Uns ja nicht wirklich was, also. Es wird immer schlimmer. Moment. Ich kann die Lücke in der Mauer sehen. Alles klar. Wir müssen hier raus. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssten bald im Sumpf in Sicherheit sein. Oh Gott. Friedhof im Sumpf. Ist der Sumpf jetzt ein einziger Friedhof, oder was? Oh, wie schrecklich. Ich hatte noch nie solche Angst. Ihr wart sehr tapfer. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Wohin soll ich euch bringen? Ich habe einiges zu erledigen. In der nahegelegenen Druidenhöhle bin ich sicher. Okay. Nahegelegenen Druidenhöhle. Ist das diese Richtung? Ja, natürlich ist genau diese Richtung. Wie soll denn Schani hier überleben, bitte? Alles klar. Flammenrose! Hexer, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Gerald von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Gerald von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexer, nur die Zeit kann uns lehren.
Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Hört sich wunderbar an. Eine Schande, dass nur noch wenige echte Ritter übrig sind. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen kennengelernt. Ein Jammer, dass ihr das Gedächtnis verloren habt. Ich hätte euch an so manches erinnern können. War es etwa Siegfrieds ritterliche Pflicht, euch über mein Privatleben zu informieren? Siegfried ist keine Klatschbase. Und selbst wenn er es mir erzählt hätte, dann nur aus dem Wunsch heraus zu helfen. Nein, ich hatte eine andere Quelle. Und welchen Namen trägt diese Quelle? Sie trägt viele Namen und ist launisch wie eine Liebste. Magie, Hexe. Ich verstehe. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Ich nehme an, neutrale Hexer gehören nicht zu diesem Ideal. Hoffentlich wird eure wunderbare Vision nicht zum Albtraum. Ich hoffe, ihr versteht es, wenn die Zeit gekommen ist. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Gut. Ich gehe zur Höhle der Druiden. Meine Patienten brauchen ihre Medizin. Ich werde euch begleiten. Nicht nötig. Nach diesem Massaker dürfte es nicht mehr viele Ungeheuer geben. Na gut. Bis später. Bis später. Okay. Ich muss erstmal was anderes tun. Ja. Okay, ja, wegen der Rüstung, aber im Prinzip ist das jetzt relativ unwichtig. Das heißt, wir suchen jetzt nach der Striege. Eine Flüchtlingshöhle haben wir ja auch noch. Ah, super. Das ist ja eine wunderbare Sache. Der Friedhof in den Sümpfen. Was ist denn hier noch ein Friedhof? Ah. Ja, dann erledigen wir jetzt noch die Garschiene hier. Wir kümmern uns dann um den Rest dahin.
Spaß. Ist die gerade despawned einfach so, oder was? Ich will die einfach nur durch. Wow. Der Friedhof ist ja mal eine tolle Sache. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar, Sommersprossen auf der Nase. Ein Kind von 12 Wintern. Nein, tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Ein Wolf? Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand gesteckt wurde, bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Okay, du lebst nicht mehr lang. Ich sehe schon. Aber er lagert natürlich immer noch. Ja, natürlich ist hier WLAN dort. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltes weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltest bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Ob das die letzte Stunde von Velarad ist? Na, super. Velarad ist also schon hier drinnen. Warum ist hier grünes Licht?
Okay. Ich nehme mir mal eine Katze. Weiß ja nicht so recht. Ich fühle mich ja nicht so ganz wohl. Aber hey. Wer fühlt sich in der Gruft schon wohl? Ausgehen. Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Aber warum sollte ich sie töten wollen? Ich muss eigentlich nur ein bisschen rumrennen. Kurz einmal Schwalbe zu mir nehmen. Ich muss einfach nur versuchen, die Zeit zu verstreichen zu lassen. Weil ich will sie ja nicht töten. Ich muss dann schauen, dass ich mir nochmal eine Katze produziere. Ich habe jemanden, der mir immer hinterherhetzt. Gut. Noch zwei Kerzen. Noch zweimal im Kreis laufen. Aber ich will sie ja nicht töten. Jetzt scheint sie schon geschwächt zu sein. Okay, doch nicht. War ja ein guter Versuch. Versuche nur die Zeit verstreichen zu lassen. Da ist das lebendige Viech. Ah ja, wieder. Die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Strebenzauber ist gebrochen. Immerhin weiß ich jetzt, wo sie lebt.
das zu überleben dürfte jetzt eine Leichtigkeit sein. So, ein bisschen nochmal auf sie einschlagen. Das hat schon immer geholfen. La la la. Die Schläge könnte ruhig ein bisschen schneller sein. Da ist ja wie eine Schnecke unterwegs hier. Perfekt. Interessant. Wo bin ich? Ada. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Ja, seid ihr in Ordnung? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Leider nicht. Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Ach, meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet. Ermordet. Oh. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen. Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Gut. Ostrids Tagebuch. Okay. Das muss ich jetzt leider vorlesen, weil es einfach zur Hauptquest gehört. Ostrids Tagebuch. Ich verfluche euch, Foltest, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestuösen Taten. Eure Schwester Ada hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf das eure Lüsternheit, Kind, so monströs sein möge wie ihr selbst. Das hört sich jetzt schon super an. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen. Und mein Hass brennt wie Feuer. Alles klar. Ja, wir wollten, glaube ich, gehen. Warum sollte ich sie töten, wenn ich einfach nur eine Nacht mit ihr verbringen muss? Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Sarkophag. Okay. Das ist dieses Zeug zur Verteidigung.